Könnte es sein, dass all das, was wir in Gedanken, in Taten, im Wollen, in der Umsetzung, im Verlauf unseres Lebens tun, dass das etwas ist, wo wir vier im Zweifelsfall, positiv wie negativ, eine Rechnung präsentiert bekommen? Und wenn dem so wäre, würde man dann sicherlich sich überlegen müssen, wie man das Leben in dieser Inkarnation führt. Ein spannendes, ein weitreichendes Thema. Und darum geht es im folgenden Gespräch. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen wieder einmal aus dem wunderschönen indianischen Kulturzentrum Friends United auf Cape Breton Island in Nova Scotia im Osten von Kanada. Ich freue mich, dass wir wieder einmal zusammensitzen und dass wir ein Gespräch führen können über eine Publikation, die ihr gemeinsam, die erste Publikation, die ihr gemeinsam veröffentlicht habt und die jetzt vorliegt. Eine spannende Publikation unter dem Stichwort, und das wäre vielleicht so der allererste Einstieg, Tabubruch, Eva. Warum habt ihr das Tabubruch genannt, diese Publikation? Also Tabubruch ist eigentlich die Unterschrift, die ja. Oberschrift oder Überschrift heißt, lasst uns einfach mal über den Tod sprechen. Und die Idee kam uns dazu, nicht nur, weil wir uns mit dem Thema sowohl auf wissenschaftlicher als auch auf geistiger Ebene schon eine ganze Weile beschäftigen, sondern sie kam uns auch, weil wir immer wieder auf Menschen treffen, die mit dem Tod konfrontiert sind, die Riesenangst haben vor dem Sterben, auch Hinterbliebene, die zuvor noch am Sterbebett sitzen und gar nicht mit der Situation umzugehen wissen, wobei es viele Hinweise darauf gibt, dass das Leben mit dem irdischen Tod nicht vorbei ist, sondern auf anderen Ebenen weitergeht, so lange, bis man wieder hier ankommt und eine erneute Erdenwanderung vor sich nimmt. Und wir haben einfach gesagt, um das einmal ein bisschen darzustellen und vielen Menschen vielleicht auch Sorge und Angst vor dem Tod zu nehmen. Deswegen haben Andreas und ich uns hingesetzt und das Buch geschrieben. Es ist also eine philosophische, eine religiöse Abhandlung, eine wissenschaftliche Abhandlung, aber gleichzeitig, verstehe ich das richtig, auch so ein Stück Lebenshilfe für eigentlich alle Menschen. Natürlich, genau so ist es. Die Angst vor dem Tod ist überall und viele Menschen beschäftigen sich damit nicht. Sie verdrängen das Thema, sie ignorieren das Thema, obwohl eines todsicher ist. Sie werden sterben müssen, so wie wir alle irgendwann gehen müssen, der eine früher, der andere später. Und je eher man sich beginnt, mit dem Thema wirklich zu beschäftigen, und zwar, also wenn du das Buch liest, glaube ich, hast du eine ganz gute Anleitung dafür, deine Angst in die Schublade packen zu können und die abzuschließen und den Schlüssel wegzuwerfen. Nämlich du bekommst Sicherheit, du bekommst Kenntnis darüber, was du hier auf Erden jetzt schon vorbereiten kannst, um einen möglichst guten Übergang zu haben, um auch möglichst in die Sphären zu kommen, in denen es angenehm ist. Ihr weist ganz am Anfang darauf hin, dass wir uns, wenn wir auch nur eine kleine Reise machen, alles minutiös vorbereiten, ob das die Klamotten sind, ob das das Schauen nach Urlaubszielen, wo man abends irgendwie schön essen gehen kann, was man sich, eine kleine Wanderung oder Theater, was auch immer. Und dass es eine einzige Reise gibt, auf die man sich ganz offensichtlich gar nicht vorbereitet. Ja, die Reise tritt ja nun jeder an. Das ist ja das Entscheidende, und zwar ausnahmslos jeder. Und das ist die einzige Reise, auf die man sich nicht vorbereitet. Also selbst wenn ich nach Mallorca fliege, dann prüfe ich nach dem Motto, wie viel zahlt man an Trinkgeld, wo kann ich ein Auto mieten, wie verhalte ich mich da, wie sind da die Temperaturen. Und genau auf diese Reise, die wir alle antreten, ausnahmslos, denn nicht jeder fliegt nach Mallorca, aber diese Reise wird nicht geplant. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir in paradigmengeprägten Zeiten leben. Und das ist natürlich jetzt zurzeit kirchlich geprägt noch. Das ist ja nun schon durch unsere Kirchen über die zwei Jahrtausende ja stark aufgebaut worden. Und natürlich auch eine gewisse Angst vor dem Tod herrscht. Es sogar
als Strafe empfunden wird. Und deshalb hat man so eine unglaubliche Angst. Wir glauben, der Tod ist etwas ganz Furchtbares, während wir die Geburt auf der anderen Seite, die ja in der Opposition steht, denn die Geburt ist ja genauso ein Transformationsprozess, den feiern wir, da sind wir freudig, ein Kind wird geboren, alle sind fröhlich. Und jetzt muss ein Mensch sterben, da freut sich keiner, es wird auch nicht die Transformation miterlebt. Natürlich bleiben dann ja die Hinterbliebenen zurück, aber wünschen nicht eine gute Reise und sagen nach dem Motto, wunderbar, jetzt kommt der nächste Weg, du hast es hinter dir. Bei der Geburt hat man ja noch alles vor sich und das ist ja nicht nur alles einfach. Und diese völlige Auseinanderdriftung dieser beiden Pole, weil die meisten Leute glauben, das Gegenteil von Tod ist Leben. Das Gegenteil von Tod ist aber die Geburt. Und dazwischen befindet sich jetzt eine Phase und in der befinden wir uns. Und diesen Weg gehen wir dann alle auch wieder hinaus, wieder dort, ja, wo wir dann unsere eigenen Fäden uns gesponnen haben. Das hängt ja von unserem Leben hier ab, wo wir dann landen werden und wie es dann weitergeht, wenn wir unseren Körper wieder verlassen müssen. Jetzt leben wir natürlich in einer Zeit, die, wir kommen auf das Thema Religion, Thema Wissenschaft auch nochmal im Detail, die geprägt ist von Vorstellungen, beispielsweise Darwinismus, wie der Mensch entstanden ist und so weiter. Braucht es hier, was das Verständnis, was der Mensch ist, denn da gehen wir ja jetzt wirklich ans Eingemachte, gegebenenfalls auch wieder eine, ich sag mal, neue Aufklärung, eine ergänzende Sicht. Ja, wir haben ja eine ideale Spaltung der Menschen erreicht, wiederum durch die Institutionen, indem wir sagen, es gibt die Wissenschaft, ich bin ja wissenschaftlich geprägt, und es gibt eben halt die geistige Welt, das sind die Esoteriker oder so etwas. Und beides, wenn man von beiden Seiten vernünftig, seriös herangeht, kommt man ja zu denselben Ergebnissen. Man druckt es einmal ein bisschen mehr mit Latein aus, mit einer wissenschaftlichen Nomenklatur und auf der anderen Seite eben halt ein bisschen mehr geistig durch Empfindungen. Aber unterm Strich gesehen kommt man tatsächlich zu denselben Ergebnissen. Die Evolution steht in keinem Fall in der Opposition zur Schöpfung. Die einen sagen, ja, wir haben eine Evolution und der andere sagt, nein, wir sind erschaffen worden. Natürlich ist beides richtig. Die Evolution ist eben nur ein Ausschnitt und beschäftigt sich mit der körperlichen Entwicklung. Aber dieser Körper ist ja bewohnt und muss belebt werden. Das bedeutet, natürlich haben wir eine Evolution. Ich muss ja auch das Auto von dem Fahrer unterscheiden und kann nicht beides als eins sehen. Und wenn ich sehe, dass unser Körper ja belebt wird, da muss ich fragen, welches ist eigentlich die Kraft, die diesen Körper belebt? Und insofern ist die Erschaffung und auch die Schöpfung und eben halt die Evolution überhaupt kein Widerspruch. Aber deutlich wird, dass, wenn du sagst, es ist ein Segment, ein Teil, dass das Reduzieren, wie es mit der Aufklärung und mit der materialistischen Naturwissenschaft geschehen ist, auf die Dinge, die ich messen, wiegen, anfassen kann, dass das nur die halbe Wahrheit ist, also wenn nicht noch weniger. Ja, wir haben das Problem, dass wir natürlich verstandesgeprägt sind. Unser Gehirn ist ja so aufgebaut in unserem Körper, den wir mitbekommen haben, wunderbar, und der belebt wird. Und diese Lebenskraft, die wir haben, ist ausgelegt, mit beiden Seiten unseres Gehirnes zu arbeiten. Und da gibt es auf der einen Seite den Geist, der mit der Schöpfung verbunden ist, und auf der anderen Seite der Verstand. Und dieser Verstand, das ist das Werkzeug. Und dieses Werkzeug sollen wir einsetzen. Und der Verstand ist sinnvoll. Mittlerweile hat aber der Verstand eben halt tatsächlich die Macht übernommen. Und damit haben wir auch keine Demut mehr. Wir haben keine Moralvorstellung, keine Sittlichkeiten mehr. Alles geht immer mehr zurück, weil der Verstand selbst Amok läuft. Und wenn wir sehen, dass der Verstand ein Werkzeug ist, ich sage immer, der Hammer muss unterhalb des Handwerkers stehen und nicht oberhalb des Handwerkers. Und das ist momentan unsere Situation, in der wir uns bewegen. Wenn wir jetzt Geist, Verstand und Körper, ist dann oder wäre dann das Thema oder der Begriff Geist auch identisch mit Seele? Ich denke, salopp gesagt, könnte man sich darauf einigen. Es gibt da Abstufungen, aber im Grunde ist für uns jetzt hier dasselbe gemeint. Und das, was Andreas gesagt hat, stellt eigentlich ganz klar dar, dass der Mensch ein duales Wesen ist. Also, dass es zum einen den Körper gibt, der aufgrund dieser Evolution eben herangereift ist, und auf der anderen Seite der Geist sozusagen in diesen hochentwickelten ehemaligen Tierkörper gesenkt wird und damit der Mensch erst zustande gekommen ist. Was würdest du dann vor dem Hintergrund sagen, ist denn dann das bedeutsamere Ich? Ist das das, was hier sitzt?
Ist das unser Verstand? Ist das unser Geist? Was macht das Ich beim Menschen aus? Das Ich wird oft durch die Kindheit überlagert und ist für viele Menschen im Laufe des Lebens nur schwer erspürbar. Du kommst als Kind auf die Welt, du hast natürlich schon einen Weg hinter dir. Also wenn es heißt, da kommt ein unschuldiges Kind zur Welt, so würde ich es vielleicht nicht ausdrücken, sondern dieser Mensch, der hier zur Welt gekommen ist, hat schon ein paar Erdenwanderungen hinter sich. Du kommst als Kind auf die Welt und wirst in eine Familie geboren, wo man allermeistens gewisse Vorstellungen davon hat, wie du werden sollst. Und es kann aber sein, dass du andere Vorstellungen in dir hast, andere Anlagen. Und dann wirst du, ob es der Vater ist, die Mutter, die Großmutter, die Geschwister, du wirst überlagert von Erwartungen und Wünschen, die mal stärker und mal schwächer sind. Möglichst schwach sollten sie sein, damit du selber dich entwickeln kannst und entfalten kannst als Persönlichkeit, die du schon mitbringst. Und aber durch die Überlagerung, dazu kommt Schule, Bildung, auch die Kita schon, ne, wo ja du gar nicht mehr die Chance hast, dich wirklich zu entwickeln, weil du sozusagen gleichgeschaltet wirst mit vielen anderen Kindern und wenigen Betreuern. Habe ich das auch mal kurz untergebracht? Und ich hätte das sowieso nochmal nachgehakt, aber ist alles gut. Und sagen wir mal, du hast lernen müssen, dich anzupassen den Erwartungen, dann wird dein Ich, deine innere Stimme, deine innere Persönlichkeit, dein Geist oder deine Seele überlagert und zuweilen sogar erstickt. Und viele Menschen funktionieren dann nach diesen Erwartungen, leben nach Mustern, durch die sie geprägt wurden in der Kindheit und können das Innere in sich selbst kaum noch entdecken. Das ist aber die wahre Aufgabe des Menschen, sich selbst zu erkennen, sich wiederzufinden, der inneren Stimme zu folgen, die immer mahnt und immer anklopft und sagt, hey, warte, mach das nicht, wie die anderen das jetzt alle erwarten. Da geht es auch natürlich unter anderem um politische Korrektheit in dieser Gleichschaltung. Aber es ist nur ein Thema von vielen. Und Menschen werden oft leider erst durch Unglücke in ihrem Leben, durch Schicksalsschläge, durch Krankheit, plötzlich auf den Weg gebracht, sich selber mal zuzuhören. Und wir haben das auch in dem Buch erwähnt. Es gibt ein wunderschönes Buch einer australischen ehemaligen Sterbehelferin, die ein Buch geschrieben hat über die letzten Wünsche und Gedanken von Sterbenden. Und da kommt sehr klar zum Vorschein, dass viele Menschen auf dem Sterbebett bereuen, so funktioniert zu haben ihr Leben lang, wie andere es erwartet haben, anstatt das zu tun, was sie eigentlich lieber selbst getan hätten. Und diese Aufgabe steht vor uns jeden Tag jetzt in dieser Sekunde, die Suche nach uns zu starten und fortwährend weiterlaufen zu lassen. Also was hier für mich sehr deutlich wird, und insofern ist der Ausflug in die Bereiche, die publizistisch immer wieder besetzt hast und besetzt, völlig legitim, wie katastrophal die Auswirkung, wenn eben ein nicht unschuldiges Kind, sondern ein Kind, was mit einer Erfahrung verschiedener Inkarnationen auf diese Welt erneut kommt, wenn das also über Genderismus und über Kita und über allen möglichen Kram in eine totalitäre Norm gepresst wird. Also das, was Gerald Hüther mit der Potenzialentfaltung, der Persönlichkeitsentfaltung eigentlich propagiert, wird ja hier komplett kaputt gemacht. Ja, also China ist noch ein schlimmeres Beispiel, wo die Kinder von Anfang an in Bildungsstätten gesteckt werden, von morgens 7:30 bis nachts um 11 zum Teil und nach dem System funktionieren müssen. Aber bei uns ist es natürlich gleichermaßen, sind wir auf dem Weg, in die gleiche Richtung zu gehen. Diese Überlagerung von Erwartungen, auch von politischen Erwartungen, du hast Gender angesprochen. Gender Mainstream sagt ja unter anderem, wenn der Mensch geboren ist, dann ist er weder männlich noch weiblichen Geschlechtes, sondern er entwickelt sich erst dahin und er könnte eben auch sein Geschlecht mehrfach wechseln. Das steht natürlich nicht im Schöpfungsplan des Höchsten, sondern das ist eine irdische, dogmatische, völlig verwirrte Ideologie. Und dummerweise wird sie politisch zwangsdurchgesetzt, so auch zum Teil
unbewusst werden die Menschen daran geführt. Und dann fängst du natürlich an, dich völlig zu verbiegen und deinen eigenen inneren Weg, deine Identität mehr und mehr zu verlieren. Also möglicherweise könnte man sagen, ist das ja auch ein politisches Ziel, um möglichst viele instabile Persönlichkeiten zu haben, die man lenken kann, wie man möchte mit den politischen Programmen. Also der Sozialismus oder der Kommunismus sind gute Beispiele dafür. In einer ähnlichen Zeit leben wir jetzt auch wieder mit all diesen Einflüssen auf die Menschen. Hingegen würden wir uns jetzt alle frei entwickeln dürfen, würde also eine Mutter, die zu Hause bei ihren Kindern bleibt, dafür auch gesellschaftliche und finanzielle Anerkennung bekommen, dann würden da natürlich sehr stabile Persönlichkeiten, couragierte Leute mit Verantwortungsgefühl heranwachsen, die natürlich dann so dastehen und sagen, also das macht ihr mit uns nicht, aber das ist natürlich nicht erwünscht. Das ist natürlich nicht gewollt. Eva hat gesprochen, wenn ein Neugeborenes, du hast das Thema Geburt angesprochen, auf die Welt kommt, dass es dann nicht so, wie wir das vielleicht etwas sehr schnell sagen, ein unschuldiges, sondern eben ein Wesen, ein Mensch ist, der Dinge mitbringt. Jetzt, wenn man das Thema Schuld dort mit reinpackt, das hat aber nichts mit dem christlichen Schuld, also dem offiziellen, von der offiziellen Lehre, vatikanisch sage ich mal, Schuldbegriff zu tun. Also es ist nicht also eine Erbsünde, mit der ein Neugeborenes jetzt hier plötzlich auftritt. Naja, die Frage ist, es sind ja verschiedene Faktoren. Wir haben einmal diese berühmte Erbsünde, die natürlich von den Institutionen in einer ganz bestimmten Art instrumentalisiert wurde, um das materielle Kirchensystem letztendlich aufrechtzuerhalten. Und man lebt ja sehr gut von diesem Mechanismus. Da geht es ja letztendlich darum, um den sogenannten Baum der Erkenntnis. Und das ist natürlich eine außerordentlich kritische Geschichte. Ich bin davon überzeugt, dass die einzige Erbsünde der Menschen an sich darin liegt, dass er den Verstand überzüchtet hat und eben halt den Geist zu sehr an die Seite gelegt hat. Aus der Demut herauskam, sich selbst nicht mehr in seiner Position einzuschätzen weiß, in die er gehört. Wir sind natürlich schon eine Krone in der Schöpfung, aber nur im Rahmen unserer Ebene. Wir sind eben halt im Rahmen einer Schöpfungsentwicklung, die ja von oben nach unten verläuft, mehr in dem untersten, grobstofflichsten Bereich, den es gibt. Und über uns ist natürlich eine ganze Menge höher. Und dass diese anthropozentrische Hybris, um es mal lateinisch auszudrücken, also die Überheblichkeit des Menschen, sich als Endprodukt alles Schöpfenden darzustellen, das ist das, diese Hybris, die ist natürlich wirklich in Frage zu stellen. Nein, wir haben unsere Aufgabe in unserem Leben letztlich zu entwickeln und diese Dinge in eine richtige Richtung zu bringen. Das heißt, unser Leben ins Licht zu führen. Wir machen unsere eigenen Erfahrungen und spinnen uns letztendlich in diesem Leben unsere eigenen karmischen Fäden. Und diese karmischen Fäden sind je nach Auslegen und Hängen und Verwerfungen und positiven Lichtsehnsucht oder tiefste Erdverbundenheit und ins Dunkel abdriften, sind es letztendlich die Wege, die wir uns während unseres irdischen Daseins hier legen. Und wenn wir dann beispielsweise wieder hinübergehen, dann sind wir natürlich nicht von einer pauschalen Erbsünde betroffen, sondern von unserem individuellen Fehlverhalten. Und wir haben nämlich verschiedene Gesetze in der Natur, die natürlichen Gesetze oder die Schöpfungsgesetze. Und das ist unter anderem eben halt das Gesetz der Wechselwirkung. Wenn ich Gerste sehe, dann kann ich keinen Weizen ernten. Wenn ich etwas Gutes tue, dann kommt nichts Schlechtes zurück. Wenn ich nicht etwas Schlechtes tue, dann kommt nichts Gutes zurück. Und da beginnt eben halt schon so ein ganz großer Irrtum. Und das ist die persönliche Situation, die ich mir geschaffen habe. Und wenn ich dann die Chance bekomme, im Rahmen einer weiteren Reinkarnation, dann eben halt diese Dinge wieder auszubaden, dann gehe ich eben halt nicht unvorbelastet, sondern schon belastet, sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht, eben halt in das neue Leben hinein. Jetzt ist es ja auf der anderen Seite so, dass der Neugeborene oder das Neugeborene von diesen Vorbelastungen, positiv wie negativ, nichts weiß. Würdest du sagen, ist das eine Belastung, diese Unwissenheit, oder ist es eine Gnade? Es ist eine Gnade. Wir kommen auf die Erde und haben eine Binde vor den Augen. Und diese Binde ist gut. Wir kommen völlig unbelastet, also
empfunden, unbelastet auf diese Erde und haben dann ja bestimmte Prozesse auch in unserem Seelenleben zu durchlaufen. Unsere Seele ist ja nicht gleich geöffnet. Kinder, die gerade die Kleinsten, sind ja noch in einer anderen Weise auch geschützt vor äußeren Einflüssen und so weiter. Das ist ganz wichtig. Und wir haben dann die Möglichkeit, wenn sich unsere Seele irgendwann öffnet, wir also quasi in das wirkliche Leben hineingetreten dürfen, indem wir in die richtige, reine Entscheidungsmacht kommen, also unser Bewusstsein bekommen, dann haben wir die Chance, selbst diese Binde langsam herunterzunehmen. Das ist so in der Zeit der Pubertät. Das ist in der Zeit der Pubertät, genau. So richtig. Das ist ja auch der Grund, warum man beispielsweise gerade unbedarfte Kinder, die eben halt noch geschützt sind eigentlich, versucht systemisch zu malträtieren mit frühsexuellen Unterrichten und so weiter, wo ja die Seele einen schwersten Schaden nimmt. Das ist ja den Menschen überhaupt nicht klar, weil wir können doch nicht mit einem erwachsenen Dasein im Prinzip uns auf das Kind einstellen und sagen, das Kind empfindet ungefähr genauso. Kinder sind völlig anders, es ist ein völlig anderer Zustand. Dieser Kern, der in uns ist, der uns belebt, der muss ja erst einmal heranreifen, so wie er ja auch in das Leben reingekommen ist. Erwachen, genau, das ist der richtige Punkt. Erwachen. Und dann ist das auf jeden Fall ein Segen, dass die Binde vor den Augen ist. Wir haben aber die Gelegenheit, alle, wie wir hier sind, diese Binde abzunehmen. Und die einen können es, die anderen können es nicht. Es ist einfach so. Was man dabei beachten muss, auf das Thema kommen wir noch, weil das mir auch ein ganz wichtiger Punkt ist, wie ich Kenntnis gelangen kann über das, was in vergangenen Inkarnationen mal passiert ist, negativ wie positiv. Die ketzerische Frage muss ich noch loswerden, weil mir das durch den Kopf gegangen ist. Wenn man von einer karmischen Sicht ausgeht, das, was ich jetzt, wie du gesagt hast, was ich mir jetzt hier und auch anderen an Positiven antue, ist etwas, was dann auf der in der nächsten Inkarnation sich auf der positiven Seite zugute niederschlägt und das, was an Negativen zu Negativen. Wenn ich davon ausgehe, dass es diese Reinkarnation, wir kommen da gleich noch etwas intensiver drauf, gibt, könnte man sich ja auf den Standpunkt stellen, zu sagen, na ja, wenn ich im Prinzip salopp formuliert viele, viele Chancen habe, ist es ja auch nicht schlimm, wenn ich mal eine vergeige. Ist das zu kurz gesprungen? Ich sage mal, in unserem ganz normalen Leben ist es auch, wenn wir eine Prüfung vergeigen in einem Führerschein oder sonst was oder beim Abitur, dann bekomme ich 3 Chancen und irgendwann, wenn ich dann aber immer noch faul war und immer noch nichts gemacht habe, dann gibt's irgendwann keine Chance mehr. Auch das ist natürlich eine Situation, dass wir nicht uns zurücklegen können und können sagen, ach, lass mal laufen, ich mache so viele Chancen, wie ich will. Je schlechter ich mich benehme, desto mehr Chancen habe ich noch mal herzukommen, weil sie glauben, das wäre das Ziel. Das ist ja. Also ich denke, es ist auch so, dass wir alle, die wir hierher geboren werden, natürlich deswegen hierher geboren werden, weil wir ein Karma mit uns bringen, das gelöst werden möchte und soll. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn wir dann also auf die Welt kommen und unser Bündel hier tragen, dass wir eigentlich abwerfen sollen, weil das Ziel ist, nach oben zu kommen, geistig zu wachsen, um möglichst dann in wirklich angenehme Ebenen auch irgendwann zu gelangen. Und wir haben jetzt eine Kindheit, wo also noch was draufgepackt wird. Dann können wir davon ausgehen, also Ärger oder Sorgen oder Schwierigkeiten, Probleme, dann können wir davon ausgehen, dass all das, was wir so in der Kindheit selber erfahren müssen, negative Erlebnisse, dass wir uns in gewisser Weise die Suppe selbst mit eingebrockt haben, weil wir möglicherweise genau das, was uns angetan wird, anderen in einer anderen Inkarnation auch angetan haben. Wenn du diese Einstellung verinnerlichst, dann gibt es nicht mehr die klassische Opferhaltung, dass du sagst, die ganze Welt ist schlecht zu mir und meine Eltern waren es auch, sondern du sagst, jetzt habe ich was zu lernen, damit ich am Ende dieses Lebens, irdischen Lebens, rausgehen kann und das Ding abgeworfen habe. Das heißt, okay, ich muss leiden, wahrscheinlich habe ich mir da selber einiges eingebrockt. Ich gucke mir das Problem genauer an, nehmen wir an, Gewalt in der Familie, wenn die Eltern unfair sind, wenn die Eltern Erwartungshaltungen an einen haben, die man gar nicht erfüllen kann und möchte, Druck, ne? Druck von jeglicher Weise, dann lernen wir, das möchte ich
nie wieder jemandem antun. Mhm. Das geht eigentlich schon dann im eigenen Leben los, wenn man selber Kinder hat, dass man sagt, okay, ich mache es hier anders, ganz bewusst. Mhm. Und möglichst nicht diese generationenlange, meistens sind es generationenlange Verwerfungen innerhalb einer Familie, immer auf derselben Ebene. Meistens betrifft es dann auch entweder immer den Vater oder immer die Mutter, dass man das, ich sage immer, den Generationensprung wagt und rausspringt aus diesem Kreislauf, um dann auch für seine eigenen Kinder den Weg aufzumachen und zu sagen, wir fangen jetzt hier ganz neu an, ganz bewusst. Also insofern, auch was du gerade gesagt hast, ist so diese Einstellung, ich habe hier viele, viele Chancen und ich vergeige die mal etwas oder kann ruhig mal eine vergeigen, etwas, was in der Konsequenz dann einen solchen Rückschlag wiederum darstellt, dass er also auch völlig unsinnig ist, nicht nur von dem, was man dann selber mit sich rumträgt, sondern auch von der eigentlichen Zielsetzung her völlig, völlig blödsinnig ist. Also es wird die Typen geben, aber letztendlich ist es völlig unsinnig in doppelter Hinsicht. Absolut. Und wir müssen einfach wissen, dass wir auch immer wieder kommen müssen, bis wir das gelöst haben. Also das heißt, und es wird ja nicht leichter dadurch, besser ist es zu sagen, okay, ich mache mich an die Arbeit und gucke mal, dass ich diese ganzen Sachen abwerfe, um dann endlich nach vorne zu kommen. Und schon ändert sich auch das Leben für einen selber. Plötzlich wird alles leichter, wenn man anfängt, diesen Weg zu gehen, wenn man anfängt, Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen, wenn man seine eigene Verantwortung kennt. Das heißt, das, was ich denke, was ich tue, was ich sage, hat immer unmittelbare Folgen. Ich erzeuge damit sogar gewisse unsichtbare Formen, die eine Wirkung bekommen und irgendwann ein morphogenetisches Feld anreichern, welches auf andere wirkt. Das heißt, wenn ich versuche, das in hellem, lichtem, reinem, guten Wollen zu tun, dann sind das natürlich auch helle Formen, die ich an andere weitergebe. Hingegen, wenn ich missmutig bin, neidisch bin, giftig gegen andere, bösartig werde, dann ist das Umfeld um mich verdunkelt. Es gibt hellsichtige Menschen, die können sowas auch mit den hellsichtigen Augen erblicken. Und die klagen darüber, dass es ganz übel aussieht. Also das heißt, wenn wir jetzt auch über diese schlechte Welt reden und über die vielen Probleme, die wir auf einmal alle haben, dann können wir selber unseren Teil dazu beitragen, indem wir sagen, okay, ich fange bei mir an. Man steht ja immer da und sagt, die sollen es ändern und die sollen es ändern. Hier, ich soll es ändern und ich fange einfach mal an damit. Und es gibt noch einen anderen Nebenaspekt, wenn man sich überlegt, was die jetzigen politischen Täter in der nächsten Inkarnation mit sich rumschleppen. Also möchte ich nicht Frau Merkel sein. Ne, wir können ja, wir, du und ich und auch Andreas, wir können Frau Merkel nicht bitten in einem kleinen Gespräch, ob sie nicht doch mal über ihre politischen Entscheidungen nachdenken möchte. Die Macht haben wir nicht. Aber was beruhigt an der Sache ist, die Schöpfungsgesetze, Andreas hat es Gesetz der Wechselwirkung genannt. Es gibt noch einige andere, was man übrigens sehr schön nachlesen kann in einem dreibändigen Werk Im Lichte der Wahrheit von Avtrushin, wo diese Gesetze sehr gut erklärt werden. Und wenn man weiß, dass diese Gesetze lückenlos funktionieren, sachlich, klar, eiskalt eigentlich, dass du eigentlich keine Lücke selber findest, wo du durchschlüpfen kannst, sondern es kommt alles auf den Tisch wieder, was du je getan hast, im Guten wie im Schlechten, dann finde ich, ist es eigentlich der größte Anreiz, wenn ich nur an mich alleine denke, ganz egoistisch, zu sagen, ich fange sofort damit an. Wir haben jetzt die ganze Zeit mit einer für die Gesellschaft ja an sich erstmal sehr untypischen Selbstverständlichkeit von dem Thema Inkarnationen und Reinkarnationen gesprochen. Wenn wir jetzt uns die Kirchengeschichte ansehen, so hat es da ja einen Bruch gegeben in der Historie. Es war ja, wenn du die ganz alten Kirchenväter dir anschaust, so die ersten 4 Jahrhunderte, durchaus eine Selbstverständlichkeit, dass das auch von den christlichen Lehrern so verstanden wurde. Herausragende Persönlichkeit ist Origenes von Alexandrien in dem Zusammenhang. Ist das
an und für sich eigentlich so eine Art christliches Erbe ganz am Anfang gewesen, dass man wie selbstverständlich von einer Reinkarnation, einer Wiedergeburt, einer karmischen Entwicklung menschlichen Daseins oder der Seele ausgegangen ist? Das war etwas ganz Normales damals. Also ich denke mal, der größte Kirchengelehrte, den wir hatten im ersten Vierteljahrtausend nach Christus, war Origenes von Alexandrien. Und er war derjenige, der natürlich auch mit der Bibel arbeitete. Und er prägte die Kirche ungemein, weil es eine völlige Selbstverständlichkeit war, dass seine Thesen der Reinkarnation, übrigens auch aus der Bibel abgeleitet, in Metaphern, in Bildern deutlich abgeleitet, heute noch zu finden übrigens. Und deshalb war das überhaupt keine Frage, dass es eine Reinkarnation gab. Die Problematik ist natürlich, dass die materiell immer sich mehr prägende Kirche ganz andere Interessen, nämlich irdische Macht, verkörperte und verkörpern wollte. Und da passte natürlich diese Eigenverantwortung des Menschen, der für sich und sein Karma und seine Reinkarnation zuständig ist, natürlich nicht ins Bild, sondern man versuchte sich selbst gottähnlich, also man bewahre sich davor, gottähnlich aufzutreten und sogar zu sagen, wir können dich im Prinzip von der Sünde befreien und so weiter, wie das ja später war. Und Origenes von Alexandrien hatte also die These, nicht die These, sondern eben halt die Beweise erbracht, wie das läuft, und das war auch völlig schlüssig mit der Reinkarnation, aber er hat ja noch einen weiteren Part gebracht, auch nämlich, dass er in einem Millennium eben halt einen sogenannten Menschensohn prophezeite, der nämlich die Menschheit befreit von ihrer Erbsünde, nämlich des Verstandes, indem er sagte, dass Gott wieder die alleinige Macht über die Menschheit bekommt und in ein Jahrtausend des Friedens überführt. Die Apokatastasis. Genau. Das ist sein Verständnis. Genau, das ist der Punkt. Und das war natürlich so, dass das den Kirchenfürsten natürlich nicht so angenehm war. Und er wurde dann letztendlich im zweiten Konzil, 553 nach Christus, wurde er mit einem Kirchenbann belegt. Das heißt also, der großartige Mann, der letztendlich auf Platon und auf die großen griechischen Weisen ging letztendlich eine logische, schlüssige Erklärung brachte und die Menschheit auch damit in ihrer Eigenverantwortung ließ, der wurde plötzlich verboten. Und das führte natürlich dann zu einer materiell völlig überdimensionierten Macht, dass alle Menschen, die natürlich im Rahmen dieser alten, sauberen Lehre zum Beispiel ganz selbstverständlich mit Jenseitigen, die Kräuterkunde und all diese Dinge, die sie so hatten im Rahmen ihrer Schöpfung, dass die plötzlich als dramatisch, als Hexenwerk bezeichnet wurde. Und so wurde natürlich auch eine furchtbare Situation der Hexenverbrennung der dramatischen Zeit, die wir hier kennen im Mittelalter, der Inquisition eben halt konnte gegeben werden. Und wir sehen natürlich, dass damit nicht die Schöpfungsgesetze aufgehoben wurde, sondern lediglich das Dogma wurde verändert. Die Schöpfungsgesetze, die können wir nicht aufheben, da sind wir einfach zu klein zu. Origenes hat von Alexandrien war überhaupt der Kirchenlehrer, der die Reinkarnationslehre, oder er hat es bezeichnet als die Präexistenz der Seele, salonfähig gemacht hatte. Denn auch zu Jesu Zeiten war das Thema virulent, aber noch nicht klar ausgesprochen. Was wir daran sehen, dass oft Gespräche zwischen Jesus und den Jüngern stattgefunden haben, wo Jesus gesagt hat, ich hätte euch noch so viel zu sagen, aber ihr könnt es nicht fassen, weil die Entwicklung des geistigen Erkennungsvermögens noch gar nicht so weit war, was sicher auch einer der Gründe für die Mission Jesu überhaupt gewesen ist, auf die Erde zu kommen, um die Gesetze Gottes auf die Erde zu bringen und den Menschen überhaupt erstmal zu erklären. Und Origenes von Alexandrien ist dann tatsächlich eigentlich der Erste gewesen, der es klar ausgesprochen hat, in Kirchenlehren niedergeschrieben hat, riesengroße Anhängerschaften hatte. Also das ging wie ein Lauffeuer über die Erde, diese Reinkarnationslehre erklärt zu bekommen. Und plötzlich weiteten sich die Geister, bis dann 553 der Kasten wieder dicht gemacht wurde. Er selbst hat im Anfang des dritten Jahrhunderts oder ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts gelebt. Und es ist ja spannend, dass es so lange gebraucht hat. Also die Akzeptanz war offensichtlich über dann auch weitere Jahrhunderte ungebrochen. Und selbst im Konzil von Nikäa, wo ja die Bibel sehr
gesäubert wurde und die Knossis entstand und all diese Dinge sich entwickelt haben, so dass man also hier sagt, das ist das, was gut ist und das ist das, was schlecht ist, hat ja an der Reinkarnationslehre noch gar nichts, hat ja dann noch mal 2 Jahrhunderte gebraucht, bis es dann in diesem Konzil umgesetzt wurde. Ihr schreibt bei euch, dass das Justinian, also als Kaiser, erstaunlicherweise, und nun gab es einen Gegenpapst und es gab Schisma im Papsttum in der Zeit, dass der Kaiser auf Druck des Mönchsorden, da wird ganz offensichtlich der Machtfaktor, der hinter der Abschaffung und der Verbannung dieser Lehre steht, wird da für mich sehr deutlich. Der Druck der von welcher Richtung auch immer kommenden kirchlichen Einflüsse zieht sich durch die Geschichte wie ein roter Faden. Wir wissen, dass bis zur Erfindung der Buchdruckkunst im 16. Jahrhundert ja überhaupt alle historischen Ereignisse niedergeschrieben wurden von Kirchenleuten, weil sie die einzigen waren im Großen und Ganzen, die der Schrift und der Niederschrift des Wortes kundig waren. Das bedeutet, auch hier sind ja ständig Einflüsse genommen worden. Wir müssen uns nur die Geschichte von Karl dem Großen angucken und nehmen wir mal die Widukind-Geschichte an, also Widukind, der Sachsenherzog, der dann mit mehreren tausend niedergemetzelt wurde in Pferden an der Aller von den Soldaten und Söldnern Karls des Großen, weil sie sich der Christianisierung der Kirche nicht beugen wollten, sondern sie wollten nicht in dunklen Kirchen beten, sondern sie wollten auch Gott und die Untergötter anbeten auf freien Plätzen. Und, in Wäldern, in Hainen. Ja. Die besondere Energien und Schwingungen hatten. Und ich denke, wenn man heute mit ein bisschen Bewusstsein an die Dinge herangeht, kann man das alles sehr gut nachvollziehen. Aber auch da liegt bis heute natürlich ein Stigma drauf. Also wehe, es wird ja überhaupt erwähnt, dann ist es ja schon wieder gleich rechts und Nazi. Wer genau schaut, sieht, dass in der Nazi-Zeit Herr Hitler damit nämlich gar nicht viel zu tun hatte, sondern nur eine kurze Weile und dann plötzlich sein ganzes Konzept umgedreht hat, fast über Nacht. Und über Nacht dann plötzlich Widukind, der germanische oder der sächsische Held, der er gewesen war, weichen musste, dem ehemaligen Sachsen-Schlechter Karl dem Großen, der dann plötzlich zum Vater Europas von Adolf Hitler höchstpersönlich erklärt wurde. Ja. Da fragt man sich, was ist da wieder los gewesen? Also und wieso gibt es heute einen Karlspreis? Aber das ist ein ganz anderes, weites Feld. Unsere großen Politiker bekommen ihn alle, die sich um Europa verdient machen. Ja. Das Thema Reinkarnation, du hast darauf hingewiesen, dass das, wenn man auch bestimmte Bibelzitate herannimmt, einerseits immer wieder zu finden ist, also diese Säuberung, die es dann durch das Konzil gegeben hat im 6. Jahrhundert, hat nicht verhindert, dass man dann doch das eine oder andere übersehen hat. Also es gibt auch heute unverändert Stellen, wo von dem Wiedergekehrten und von Reinkarnation gesprochen wird. Ist auf der anderen Seite aber an sich ein Thema, was ja viel älter ist. Die alten Ägypter gingen von Reinkarnationen aus. Du hast jetzt die Widukind angesprochen. Wenn ich den vorchristlichen, heidnischen, germanischen glaube, Valhalla ist nichts anderes als eine solche Vorstellung. Also du hast es ja in vielen Religionen, Ethiken. In nahezu allen. Findet sich das ja. Ja, es liegt einfach ein Stigma über dem Thema bis heute. Aber wenn du durch die Bibel gehst, siehst du es. Also beispielsweise gibt es da die Szene, wo die Jünger Jesus fragen, ist Johannes der Täufer der wiedergekommene Elia? Und Elia ist ein Prophet aus dem Alten Testament. Und Jesus antwortet sinngemäß, ja, Johannes ist der wiedergekommene Elia, aber so wenig, wie sie den Propheten damals erkannt haben, werden sie jetzt Johannes, den Täufer, erkennen als den, der er eigentlich ist. Dem hat man schließlich ja auch dann den Kopf abgeschlagen. Also das ist zum Beispiel ein Beispiel,
ich weiß nicht, ob die das übersehen haben beim Clearing der Bibel, aber... Das passiert oft, dass bei solchen Dokumentensäuberungen dann doch einiges durchrutscht. Ja, und es gibt ja noch andere Stellen, das vom Bettler und dem Bettler Lazarus und dem reichen Mann. Soll ich es kurz sagen? Ja. Weil es auch eine schöne Geschichte ist. Ja, der Bettler Lazarus, der auf den Stufen, den Eingangsstufen des reichen Mannes gelebt hat und abhängig war von Brosamen, die man ihm so gnädig hinwarf, stirbt und kommt also im Jenseits in Abrahams Schoß, was also mit dem Paradies gleichzusetzen ist. Der reiche Mann stirbt auch und kommt aber in niedere Ebenen, in denen es gar nicht angenehm ist. Und nun kommt ein Dialog. Der reiche Mann fragt Abraham, wie ist es möglich, dass Lazarus bei dir ist und ich hier unten? Und Abraham antwortet ihm, zu Lebzeiten auf der Erde hat Lazarus nur gelitten, aber war ein guter Mensch, während du sein Leid gar nicht eigentlich sehen wolltest und in Saus und Braus gelebt hast. Ich mache das alles nur sinngemäß, nichts wörtlich. Und daraufhin sagt der reiche Mann, ja, aber wenn die Sache so ist, dann sende doch Lazarus zu meinen Brüdern, die noch auf der Erde leben, damit er sie warne. Und dann antwortet Abraham, deine Brüder hören auch nicht auf die Propheten, also werden sie auch auf Lazarus nicht hören. Das ist eine ganz klare Situation, die hier beschrieben wird, nämlich dass es erstens mal nach dem Tod, dem irdischen Tod weitergeht, dass es verschiedene Ebenen gibt, in die man kommen kann, je nachdem, wie man auf Erden gelebt hat, ob man innen gut war eben oder nicht. Und es wird die weitere Möglichkeit dargestellt, dass durchaus jenseitige Menschen, die noch im Diesseits sind, warnen können. Das heißt, also wer jetzt, es gibt ja viele Leute, die Verstorbene plötzlich spüren oder sehen können, die werden immer noch verlacht. Aber also wir kennen nun inzwischen zahlreiche Leute, Andreas selber hatte seine eigenen Erlebnisse, ich auch. Also wenn du das einmal erlebt hast, dann weißt du einfach, es ist ein Ist und nicht ein Kann oder Könnte. Und das wird in diesem Bibelgleichnis sehr schön dargestellt, nämlich welche Möglichkeiten alle mit dem Jenseits verbunden sind. Und die Selbstverständlichkeit wird auch deutlich. Ja. Vielleicht als letzte Ergänzung, was so dieses frühe Verständnis betrifft, der ja in der heutigen Zeit sehr viel bekanntere Augustin als Kirchenlehrer hat selber darüber ganz spekulativ nachgedacht, was er denn wohl gewesen ist, bevor er in den Leib seiner Mutter hineingekommen ist. Also auch für Augustin, und das sind dann nochmal 2 Jahrhunderte später, ist das etwas, was völlig normal zu sein scheint, dass man über einen solchen Gedanken sich oder einen solchen Faktor sich Gedanken machen kann. Ja, Andreas, du hast auf die Konsequenzen und die Auswirkungen eines jetzt seit 1500 Jahre währenden Bannes von Origenes hingewiesen, der dann eben auch zu den ganzen politischen Verwerfungen und furchtbaren Exzessen, insbesondere des Katholizismus, in vielen Jahrhunderten geführt hat. Wie würde man aus der jetzt mal der wissenschaftlichen, nicht der religiösen Sicht, sich diesem Thema nähern und dem Thema, Eva hat es gerade angesprochen, auch der Verbindung zwischen dem Diesseits und dem Jenseits. Ist das so etwas für esoterische Spinner oder ist das etwas, was ich richtig auch mit vielen, vielen Belegen greifen kann als Thema? Also im ersten Impuls, wenn man wissenschaftlich geprägt wurde, ist es schwer, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und die zuzulassen. Einfach, weil man dann zu den Menschen gehört, denen man ja die tatsächliche Empfindung aberzogen hat, die tatsächliche Intuition aberzogen hat. Wenn man es aber nachher wirklich verstanden hat einmal, kann man sogar die Wissenschaft wieder hinzuziehen und man bleibt trotzdem bei denselben Ergebnissen. Weil dadurch, dass wir nur auf halber Kraft fahren, nämlich indem wir nur den Verstand nutzen für die Wissenschaft, können wir auch die wissenschaftliche Situation gar nicht erfassen.
Wir brauchen beide Seiten dazu. Das ist einer der wesentlichen Punkte. Und wenn man das einmal verstanden hat, es geht nicht darum um Glauben. Ich bin kein Gläubiger. Es geht um Überzeugung. Überzeugung entsteht aber auch nur, wenn sie allen Fragen und Prüfungen standhält. Und wenn man eben halt wissenschaftlich materiell abgerichtet ist, ich war ja auch in den Indoktrinierungsanstalten, dann ist es natürlich so, dass dann bestimmte Mechanismen ja weiterlaufen. Die können aber weiterlaufen, man kommt zu demselben Ergebnis. Und wenn ich sehe alleine, wie ein Kind entsteht, wenn ich alleine sehe, wie beispielsweise eine Inkarnation ja überhaupt beginnt, diese Bücher, von denen wir sprechen, das sind ja nicht einfach Bücher, die man liest, sondern das ist ein Studium, ein völliges Studium des Lebens. Diese drei Bände, von denen wir gesprochen haben, im Lichte der Wahrheit, sind nicht einfach nur Bücher. Nicht einfach nur so, sondern es ist wirklich, es sind die Schöpfungsgesetze in der gesamten Form, die man studieren kann. Und das auf einer wirklich vernünftigen Ebene. Und großartige Bekannte, gerade Wissenschaftler, die haben mit diesen Büchern gearbeitet. Und die fielen ja auch auf, durch ihre besonderen Fähigkeiten auch bestimmte Dinge am saubersten zu beschreiben. Da gibt es ja wirklich, die ganze Geschichte ist voll davon letztendlich. Wenn wir uns alleine ansehen, wie ein Kind entsteht, das ist ja schon so eine interessante Geschichte. Da wird beispielsweise, werden zwei Zellen zusammengeführt im Mutterleib und die vermehren sich jetzt. Es entsteht ein Zellhaufen, man nennt das ja Zygote. Das Ganze wird ja mitbelebt auch durch das Blut der Mutter. Das heißt also, das Blut der Mutter ist natürlich ganz klar dasselbe Blut, was auch diesen Zellhaufen, diese Zygote eben halt durchbluten. Und dieses wird größer und es entsteht ein Gefäß in der Mutter. Und es braucht ja auch erst einmal eine bestimmte Konstellation. Da muss dieser Körper muss ja mit Organen versehen sein und so weiter, um überhaupt erst einmal einen eigenen Lebenskern zu empfangen, der diesen Körper dann übernimmt und belebt, was sich im Blut ja widerspiegelt. Ich gehe da mal ganz kurz auf diese Blutgeschichte ein, weil die Blutausstrahlung, das ist wichtig. Wir haben ja das Blut. Unsere Sprache ist ja sehr direkt. Wir sprechen ja davon, es geht ihm in Fleisch und Blut über. Fleisch und Blut heißt Körper und Geist. Der hat's im Blut. Das sind zum Beispiel Fähigkeiten. Das heißt, hier gibt es offensichtlich Verbindungen des Blutes zu der schöpferischen Kraft, die wir haben. Das Blut selbst ist grobstofflich, das ist eine Flüssigkeit, aber das Blut selbst hat eine eigene Ausstrahlung. Das erlernt man dann beispielsweise in den Büchern. Und wenn man sich ansieht, dass beispielsweise in der Mitte der Schwangerschaft einer Frau, dieser Körper eine Größe erreicht hat, das Embryo ist größer geworden und ist in der Lage, dann die Seele zu empfangen. Das ist ungefähr der Moment, wo der Geist eintritt. Meistens dann mit dem Moment, wo die Frau dann feststellt, jetzt hat es sich bewegt. Ja, und in dem Moment, interessanterweise, verändert sich auch die gesamte Blutausstrahlung. Das Baby bekommt in dem Moment eine völlig eigene, auch Blutgruppe eventuell. Es gibt ja nicht nur die Parameter der Blutgruppen und Rhesusnegativ und Positiv. Es gibt ja sehr viele verschiedene Parameter, viele, die wir noch gar nicht messen können, weil wir sie noch gar nicht kennen. Das ist ja eine eigene Genetik, die dort stattfindet. Und in diesem Moment übernimmt der eigene Geistkern gewissermaßen das Leben des Kindes und führt das eigene Leben fort, belebt diesen eigenen Körper, der bis dato dann von der Mutter versorgt. Der Geist zieht ein. Der Geist zieht ein. Und ich habe das natürlich, als ich das dann gelesen habe, habe ich gesagt, oh, das erscheint mir aber ziemlich abgefahren. Und habe dann mit der Medizinischen Hochschule telefoniert, mit verschiedenen Leuten, die ich gut kenne. Und habe dann mit einem Professor der Gynäkologie unterhalten mich und habe dann gefragt, stimmt das? Könnt ihr das alles bestätigen? Und er hat alles komplett bestätigt, allerdings mit dem Nachsatz, dass es nicht erklärbar wäre. Und dann war mir natürlich klar, wir bewegen uns tatsächlich irgendwo in der richtigen Richtung. Also das, was du beschreibst, um das vielleicht noch um einen Punkt zu ergänzen, es besteht dann die Möglichkeit, und die ist nicht selten, dass das Kind in dem Moment, wo genau dieser Einzug des Geistes stattgefunden hat, eine komplett andere Faktoren, Blutgruppe und so weiter hat als die Mutter. Also dass diese Änderung, die Mediziner nicht erklären können, aber beobachten können, macht deutlich, dass da irgendetwas ganz Gravierendes in dem Moment passieren muss. Und das ist erklärbar und wahrscheinlich nur so erklärbar mit dem Einzug eben genau der Seele und des Geistes. Also die wesenhafte Tierwelt nimmt das sehr wohl wahr. Wir haben hier ein Beispiel. Ja. Eine junge
Kollegin aus unserem Team ist schwanger gewesen und hat jetzt ihr Kind bekommen und ist schwanger gewesen und befand sich ungefähr in der Mitte der Schwangerschaft. Unser Hund, auch sehr feinfühlig, liebt dieses Mädchen. Und sie, hallo und wunderbar und immer hat sie sich gefreut und alles ist gut. Und das war in der Mitte der Schwangerschaft. Plötzlich kam sie rein am nächsten Tag und der Hund kam auf sie zugestürmt, bremste, bellte und hat gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und habe ich gesagt, ist heute Nacht irgendetwas passiert? Und da sagt sie, ich weiß nicht was, aber die Katzen haben sich ganz komisch benommen bei mir zu Hause und alles war anders. Und ich kann daraus. Und das Kind hat sich bewegt. Und das Kind hat sich bewegt. Und das war. Zum und ersten wir haben es nämlich erfragt und, das war, und es fand sich genau das wieder. Und dann wurde mir natürlich auch klar, dass mein Hund offensichtlich plötzlich zwei separate Menschen wahrgenommen hatte, was vorher noch gar nicht da war, weil der Geist noch gar nicht eingezogen war. Das war so ein ganz einfaches Beispiel aus dem letzten Jahr gerade, was wir hatten. Ja. Also es muss genau in dem Moment etwas ganz Entscheidendes und Gravierendes passieren. Und da bist du dann wieder bei der ganz normalen Wissenschaft. Und du sagst, dass die Hochschullehrer sagen, ja, das ist so. Ja. Da gibt es plötzlich einen Tag, da wird die Weiche umgestellt und plötzlich haben wir etwas komplett Neues und anderes, als das es vorher ist. Wir können es zwar nicht erklären, aber wir können es beschreiben und beobachten. Was wichtig dabei ist eben halt, dass diese Blutausstrahlung tatsächlich eine individuelle Verbindung ist, nämlich des eigenen Geistes eben halt zur Schöpfung. Und deshalb ist es natürlich auch eine nicht von der Hand zu weisende Problematik unter Umständen, zum Beispiel fremde Blutkonserven zu bekommen oder fremde Organe zu bekommen, weil die eventuell ja in ganz anderen Verbindungen natürlich auch noch stehen können zur Schöpfung. Das wird bestätigt. Das haben wir leider nicht mehr ins Buch reingenommen, fällt mir gerade ein. Wir haben neulich erst einen Film in der ARD gesehen. Ob das jetzt ARD? Ja, das war ein spezieller Film. Ich habe ihn bei YouTube gesehen, weil er mir empfohlen worden war. Das war entweder sowas wie, was weiß ich, Kontraste, Panorama oder Doku. Und da sind also viele Krankenhäuser in Deutschland, viele Ärzte haben dort Stellung bezogen und haben gesagt, wir müssen wegkommen von den Blutkonserven, weil wenn wir kranken Patienten eine Blutkonserve geben, dann kann es zwar sein, dass wir ihm in dem Moment gerade weiterhelfen können, aber die Komplikationen, die sich danach einstellen, übrigens auch was die Persönlichkeit des Patienten angeht, die bekommen wir gar nicht mehr in den Griff. Also das heißt, zwar am Anfang geholfen, aber mittelfristig, langfristig keine gute Sache. Also das ist ein Trend, der sich im Moment in den Kliniken bemerkbar macht. Man spricht das auch aus, dass da eben offenbar etwas nicht zusammenpassen könnte. Ein Satz direkt dazu noch. Der politische Trend in einem anderen Bereich geht in eine ganz andere Richtung oder einem vergleichbaren Bereich. Und das ist die zum Teil massive und auch aggressive PR für Organtransplantation. Natürlich. Genau das gleiche Thema. Ja. Und da geht die Politik völlig ignorant in die Richtung, dass man, also jeder soll seinen Ausweis haben und man diskutiert dann kräftig darüber, ob es eine Zustimmungs- oder eine Ablehnungslösung gibt, bestimmte Länder Europas. Wenn du da irgendwo verunfallt auf der Straße gefunden wirst, bist du automatisch einverstanden mit der Transplantation. Also da geht's genau in die falsche Richtung. Ja, ist eine ganz gefährliche Situation. Also wir beispielsweise sind keine Organspender und ich möchte auch kein Organ haben, kein fremdes. Wenn es vorbei ist, ist es halt vorbei. Es geht ja weiter. Aber es gibt meterweise Erfahrungsberichte von transplantierten Menschen, die Auskunft darüber geben oder auch deren Angehörige, wie sehr sich die Persönlichkeit des Patienten, des Transplantierten danach verändert hat. Gerade bei Herzpatienten hat man das oft, dass sie eine völlig neue Persönlichkeit annehmen. Was eben auch nicht verwundert, wenn wir auf diese Blutausstrahlung kommen. Die ist verbunden mit dem Geist, mit dem persönlichen Geist eines Individuums, das dann damit natürlich in einen anderen Körper kommt. Ist ganz klar, dass da Folgen sein müssen. Die Frage ist, wenn jemand eine Blutinfusion bekommt, weil er zum Beispiel verletzt ist und damit einfach gerettet werden kann, dann halte ich es nur wichtig, dass man die Kenntnisse über die Auswirkungen der Blutausstrahlungen hat, damit man dann mit einer einfachen psychologischen gewissermaßen Behandlung quasi diese Probleme lösen kann, indem man dann eben halt ganz klar weiß, dass beispielsweise
aus dem Jenseits jemand auf sein Blut oder auf sein Organ greifen kann und dadurch auch bestimmte Phänomene kommen. Auch das Tourette-Syndrom kriegt dann plötzlich ganz andere Grundlagen auch in der Wissenschaft. Ich will das gar nicht alles ansprechen, weil wir bewegen uns ja hier in einem Thema, welches sowieso äußerst heikel ist. Und ich sehe schon den Aufschrei, jetzt drehen Sie völlig durch. Also wir wissen natürlich sehr wohl, was wir hier gerade sagen, aber die Zeit wird ja auch reifer, langsam eben halt auch mal ein bisschen aus der Hecke zu kommen, gerade in Anbetracht, das wollte ich noch mal klären, nicht, dass es heißt, jetzt geht es in die Richtung, kommen gleich die Zeugen Jehovas und was nicht alles und jetzt heißt es, wenn kein Blut mehr nehmen und dies und jenes. Nein, es geht darum, überhaupt erstmal eine Kenntnis zu haben, wie unser Leben funktioniert und das ist bei uns tiefstes Mittelalter. Das ist unser Problem. Wir haben das vorhin ja schon angesprochen, wenn es darum geht, was ich früher mal gewesen bin, die einerseits voyeuristische und saloppe Leichtfertigkeit, mit der ich, ob das Blutkonserven sind, ob das Rückführungen sind, ob das Organtransplantationen umgehe, die macht das problematisch. Aber du hast gerade einen Weg aufgezeigt, ich kann durchaus diese Dinge mir zur Kenntnis bringen, ohne dass ich jetzt das Bewusstsein ausschalte oder ich kann auch solche Probleme heilen, indem ich einfach mit darüber im Klaren bin, das ist eben eine Blutkonserve oder ein fremdes Organ, ist nichts, was ich so mal locker eben konsumieren kann wie ein Apfel. Also man muss eines wissen, gerade was die Ausschaltung der Willenskraft anbelangt, das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Und ich weiß, dass ich mir jetzt keine Freunde machen werde, wenn ich das jetzt erzähle. Wenn wir geboren werden und ich glaube, die Schöpfung ist perfekt, nein, ich weiß, dass die Schöpfung perfekt ist, dann ist unser Seelenkern natürlich eingebettet quasi in einem Boot. Das ist unser Körper. Und dieses Boot gleitet durch unser Medium, diese irdische Welt hindurch. Und die Seele, die sich dort drin bewegt, ist vermutlich nicht Schwimmer. Deshalb ist sie geschützt durch diesen Außenkörper. Und wenn ich jetzt beispielsweise durch Hypnose anfange, die Außenwandung des Bootes zu demontieren und reiße die Planken ab, dann komme ich mit einem Medium in Konfrontation, für das ich gar nicht ausgelegt bin als Nichtschwimmer. Und ich fange eventuell an zu ersaufen in einer geistigen Ebene. Diese Konsequenzen, die daraus resultieren, sind völlig unkalkulierbar. Es gibt durchaus reife Seelengeister, reife Geister, die in der Lage wären, mit einem anderen Medium umzugehen. Aber derjenige, der das mit sich machen lässt und noch schlimmer derjenige, der das vollzieht, der Hypnotiseur, der sagt, wer heilt, hat Recht. An der Stelle ist das relativ kritisch, weil man braucht dafür die Hypnose nicht. Es gibt heute Möglichkeiten über Fragetechniken ohne jegliche Hypnose, wo ich genau denselben Effekt der Rückführung machen kann. Aber das können eben nur ganz wenige. Und Hypnose ist natürlich auch eine Form von Geschäftsmodell geworden. Aus diesem Grunde muss man da sehr vorsichtig sein. Also da möchte ich warnen. Selbst Familienaufstellung, vielleicht sagst du da noch mal was zu, ja, können heikel sein. Was passiert in einem solchen Moment, wenn jemand hypnotisiert wird und sozusagen sein Oberbewusstsein abgibt. Das Oberbewusstsein gehört zum Verstand, das Oberbewusstsein gehört zur grobstofflichen Materie des Körpers, der uns schützt. Wenn man das abgibt und also praktisch Wasser ins Boot lässt, passiert Folgendes. Der Mensch, der da in Trance ist, kommt in Gefilde, beziehungsweise kommen auch Gefilde zu ihm, die von außen überhaupt nicht erkennbar sind. Wir müssen einfach davon ausgehen, dass das Diesseits und das Jenseits nicht verschiedene Planeten sind, sondern miteinander verbunden sind. Weswegen es ja auch klar ist, dass einem mal Verstorbene erscheinen können, weil die sind eben, wenn sie erdgebunden sind, nicht irgendwo unterwegs, sondern sind im Jenseits hier. Und nun ist nicht jeder, der gestorben ist, dadurch ein guter Mensch geworden, sondern wir nehmen das, was wir hier waren, mit rüber, was uns ja dann auch in verschiedene Ebenen führt. Und nun gibt es durchaus im Jenseits auch einige Böse, die Ärger machen wollen. Und wenn jetzt so jemand in Trance da liegt, dann werden solche Leute angezogen, solche Jenseitigen, die sich eventuell sogar, weil der nicht ganz bei sich ist und sich geöffnet hat,
können sie sich bei ihm anhaften. Das heißt also, dann eine Besetzung. Eine Art Besetzung. Ja. Und der kommt wieder aus der Hypnose raus, hat vielleicht im ersten Moment Linderung erfahren, aber plötzlich kommen auch da eben Probleme, Veränderungen in der Persönlichkeit, die für ihn unerklärlich sind. Das Gleiche auch bei Familienaufstellungen, wo ich also auch oder wo wir sehr kritisch sind, weil eben auch da ja, wenn das mit Menschen gemacht wird, das heißt, da wird dann der ehemalige verstorbene Opa, das ist der Klaus, und die Maria, die macht jetzt mal die Oma, die schon verstorben ist. Und wenn man dann anfängt mit Befragungen dieser Personen und eigentlich mit den Jenseitigen in Kontakt tritt, dann holt man die natürlich rein. Und zwar in Windeseile, das Gleiche bei Gläserrücken, wenn man Jenseitige ruft. Auch da gibt es das große Problem, man ruft Jenseitige, stellt ihnen Fragen, wie geht es dir? Die Antworten, auch die kommen. In den allermeisten Fällen kommen sie. Aber sie werden relativ schnell verdrängt von dunklen Typen, die sich dazwischen drängen und Ärger machen wollen und auch den diesseitigen Menschen Probleme. Dazu, also, da merkt man oft, dass dann plötzlich Aussagen von dem Verstorbenen kommen. Ich habe das als junge Frau auch ein einziges Mal gemacht, habe meinen verstorbenen Vater gerufen und plötzlich habe ich da Auskünfte bekommen, dass ich in 2 Jahren nicht mehr auf dieser Erde sein werde, dass ich erst mal 2 Wochen lahmgelegt war. Und genau das haben die auch führen die im Schilde. Das heißt, Achtung, Achtung, Achtung. Hier bleiben, nie das Bewusstsein abgeben, in der eigenen Kraft bleiben und immer den eigenen Überblick behalten. Das ist das Wichtigste. Und sich darüber im Klaren sein. Ich glaube, das kann man gar nicht deutlich genug machen. Und da, wenn man in die wissenschaftlichen Publikationen reinschaut, kommen wir gleich nochmal zu, dass es diese Trennung zwischen Diesseits und Jenseits nicht in der Form gibt, dass das eine irgendwo in einer anderen Galaxie ist und das andere hier ist, sondern das Jenseits ist direkt neben uns hier in diesem Raum in allen möglichen Varianten und Facetten. Und dann gehe ich damit auch achtsamer und behutsamer mit dem Thema um, als wenn ich dann für einen Gag eine Zitrone esse und mir vorher gesagt wurde, du isst irgendeine süße Mango oder so etwas. Und für solche Witzblattgeschichten sollte man mit diesem Thema nicht spielen. Die Erdgebundenen, die also hier in unserem Jenseits sind, fühlbar sind, das ist ja nicht jeder, der verstorben ist. Es gibt ja viele, die schon so leicht geworden sind, dass sie in höhere Ebenen gehen können und wirklich ihr Ding machen, ne? In eine Art Weiterentwicklung kommen. Aber die hier sind, das sind oft arme Seelen, die entweder etwas in ihrem irdischen Leben noch nicht erledigt hatten, was sie mit rübergenommen haben, wo sie die ganze Zeit versuchen, ihre Hinterbliebenen zu warnen, indem sie Lichtstörungen machen oder das Radio an- und ausschalten oder den Fernseher. Da gibt es ja die verschiedensten Sachen. Oder ihnen auch erscheinen, um auf gewisse Probleme aufmerksam zu machen. Sowas nennt man dann paranormale Phänomene oder Nachtoderlebnisse, Begegnungen eben mit Verstorbenen. Und man kann auch diesen Seelen helfen, indem man ein Gebet spricht und einfach die Helfer, die lichten Helfer bittet, diese Seelen ins Licht zu führen. Und diesen Verstorbenen eben auch sagt, die da eventuell auch mal rumspuken, sagt, du musst jetzt hier gehen, weil du dich sonst nicht weiterentwickeln kannst und ich entlasse dich in Liebe, ne? Also in Liebe und Respekt. Ja. Du hast das Thema Nachtod angesprochen. Nachtod und Nahtod sind ja Dinge, die inzwischen millionenfach dokumentiert sind. Also es gibt sehr, sehr viele Publikationen, die diese Phänomene nicht nur beschreiben, sondern auch belegen. Würdest du als Wissenschaftler sagen, das ist eigentlich so stabil, dass man an dem Thema, fangen wir erst mal mit dem Thema Nahtod an, auch gar nicht mehr zweifeln kann? Na, es gibt ja eine unglaubliche Litanei an wirklichen Wissenschaftlern, die da hervorragende Bücher, ich denke an Dr. Raimund Moody mit dem Leben nach dem Tode, der das ja schon in den 70er Jahren geschrieben hat. Das habe ich damals schon konsumiert, weil ja jeder sich mit dem Tod auch immer wieder auseinandersetzt. Ich denke an meine eigene Kindheit. Der Tod war für mich etwas Beängstigendes und man ist ja auf der Suche. Aber eben halt auf der Suche nach meistens auf einer vermeintlich geistigen Art, aber es ist eigentlich mehr eine geistlich vermittelte Art, die von den Kirchen herkommt. Und die sind natürlich dann auch unbefriedigend. Die Angst nimmt nicht zu. Man erzählt mir was von Hölle und man kann dann in den Himmel kommen, aber das ist
alles sehr abstrakt. Und ich brauche dann natürlich klarere Linien. Und wenn ich dann eben halt aber die Schöpfungsgesetze durcharbeite, wie sie beispielsweise von Abdruschin beschrieben wurden, und das gleiche abgleiche mit den Beobachtungen von Wissenschaftlern, die im Nahtodbereich oder sich mit dem Nahtodbereich beschäftigt haben, also Sterbebegleitern beispielsweise, die also bis zum Schluss des letzten Atemzugs, also des körperlichen Abscheidens, die Seele ist doch wieder eine andere Geschichte, das dauert noch ein bisschen länger, aber wie sie sich damit beschäftigt haben, was sie dann an Rückführung bekommen, also an Feedback bekommen haben von diesen Menschen und auch die Beschreibung von denjenigen, die eben halt mal in einem sogenannten klinisch toten Teil waren und sind dann wieder zurückgeholt worden, was sie dort erlebt haben, die Dinge, die sie dort darstellen können, die 1:1 nachweisbar sind, die man auf Video aufgenommen hatte teilweise, wo man sagen konnte, okay, das haben die gesagt und genau das war da, obwohl der eigentlich schon klinisch tot war. Man erklärt ja einfach Leute klinisch tot und das ist eben halt eine ganz heikle Geschichte. Da gibt es sehr, sehr viele Dinge. Vor allem deckungsgleich, ne? Also in allen Ländern auf der Erde sind die Berichte, diese Nahtoderlebnisse der Zurückgekommenen deckungsgleich. Und es ist spannend, wenn du das liest und du hast völlig recht, dort werden Dinge geschildert und wiedergegeben, die jemand in Vollnarkose oder jemand, der klinisch tot ist, gar nicht registrieren kann. Die Dialoge der Ärzte, zum Teil die Dialoge der Angehörigen, die vor der Türe stehen und warten. Das kann ich ja nur, wenn ich da irgendwie mich auch völlig frei bewegen kann plötzlich und nicht mehr an den Körper gebunden sind. Die Beschreibung der Operation, also das ist ja millionenfach inzwischen wirklich beschrieben. Das Spannende ist, dass die Menschen, die dann zurückgekehrt sind, alle angstfrei sind. Und ein anderes Leben führen. Also das ist der Punkt. Man muss offensichtlich diese Dinge selbst in irgendeiner Form erlebt haben, in den meisten Fällen zumindest, um diese Angst zu verlieren. Denn das mit der Nahtodgeschichte ist ähnlich wie mit der Nachtodgeschichte. Also hätte man mir das eben halt vor 10 Jahren so einfach erzählt. Ich kann das zwar alles intellektuell nachvollziehen, aber wenn man so etwas selbst erlebt, ich hatte das große Glück, die Gnade, dass ich sowas erleben durfte. Und das ist vor 2 Jahren gewesen beispielsweise, dass ich hier in Kanada allein in meinem Haus lag. Und stockdunkel, Winter im Wald in Kanada ist ja nicht eine ganz typische Situation. Und dann hatte ich eben halt innerhalb von 3 Tagen tatsächlich direkte Kontakte mit verstorbenen Indianern aus einer Urzeit, die hier offensichtlich noch wandeln auf der Erde. Und jetzt hätte ich natürlich gesagt, sofort, wenn ich so etwas erlebe am nächsten Morgen, also das wird ein Traum gewesen sein, aber ich bin dann natürlich sofort aufgesprungen nach diesem Erlebnis, bin runtergestürmt in die Küche und habe dann die Tassen experimentalphysisch umgedreht, dass wenn ich am nächsten Morgen runtergehe und stelle fest, die Tassen sind dort umgedreht, ich habe es eben nicht geträumt, was mir auch klar war, ich war ja hellwach. Und dann kommt natürlich der Punkt, wo man nicht mehr davon spricht, dass es ein Glaube ist, sondern die tiefste Überzeugung und vor allem auch, es ist denn der Normalfall. Ich habe also seitdem diese Dinge alle nicht mehr erlebt. Wir haben dann dieses Haus gereinigt und haben diese Verstorbenen dann eben halt entsprechend verabschiedet. Und seitdem ist absolute Ruhe. Also ich weiß, dass das für einen abgerichteten Menschen unserer heutigen Zeit völlig verrückt. Es ist ja eine Verrückung, nämlich auf einer anderen Ebene. Ich bin ja verrückt. Ich bin nicht auf Schiene im Sinne von verrücken. Und das möchte ich auch gerne. Denn wie soll ich meinen Horizont erweitern, wenn ich nicht verrücke im wahrsten Sinne des Wortes? Wenn man, du hast gesagt, die Bilder derjenigen, die den Weg zurück dann gefunden haben, oft, wenn man die Beschreibung sich ansieht, gar nicht so, ich sag das immer etwas salopp, so richtig Bock drauf hatten, wieder zurückzukehren. Die sind vergleichbar, auch was das Licht, was das Treffen von Verwandten und die Freiheit, die also das, was sie dort empfunden haben, alles andere als irgendein Horrormärchen, sondern erstmal etwas, was eine Transformation, eine Änderung. Aber etwas, was überhaupt nichts mehr mit Angst zu tun hat. Also es hat häufig, häufig haben sie dann schon ihre bereits verblichenen Verwandten getroffen, Menschen, die ihnen ganz nah am Herzen waren, weswegen für uns auch so wichtig ist, dieses Thema öffentlich breiter zu streuen, viele Menschen ja Trost und Hoffnung
Wissen in sich, wenn sie die Kenntnis darüber haben, dass sie ihre Verstorbenen irgendwann wiedersehen können. Nichts ist doch tröstlicher. Also das heißt, wenn wir uns dieser Reinkarnationslehre zuwenden, dann wird uns nicht etwas weggenommen, sondern wir bekommen Reiches dazu geschenkt. Und es sind oft auch für die dann wieder zurückgekommenen, die Nahtoderlebnisse hatten, ganz nahe Verwandte, die sagen, du musst noch mal zurück. Deine Reise ist noch nicht zu Ende. Wir warten hier auf dich, wir sehen uns wieder, aber du musst jetzt zurück. Und dann ist es natürlich völlig klar, wenn du sowas erlebt hast, auf dem OP-Tisch oder wo auch immer, und zurückkommst und erst mal Tage brauchst, bis du dich sortiert hast, was du da eigentlich erlebt hast. Und dann natürlich, nachdem dir klar wird, das stimmt, was dir da zugestoßen ist oder im positiven Sinne, du dein Leben völlig änderst. Mhm. Ist doch klar. Wie wunderbar ist es dann? Wenn wir irgendwelche zweifelnden Geister, was ich spannend finde, mit wissenschaftlichen Argumenten überzeugen. Es gab so ein Krankenhaus, in dem man das bei schweren Operationen mit den Patienten vorher vereinbart hatte und hatte dann geschlossene Briefumschläge oben auf die Lampen gelegt. Ich habe gesagt, sollte es so sein, dass ihr gehen würdet, rübergehen würdet, guckt doch mal nach, was da oben drin steckt. Und was der Patient nicht wissen konnte. Und da kriegt man eine Gänsehaut, wenn man dann liest, wie die dann gesagt haben, die haben dann oben nachgeguckt, wenn sie diesen Weg gegangen sind. Also Zweifel an einer solchen Situation, dass es diese Verbindung gibt, auch diese Möglichkeit, die Bewegungsfreiheit. Und da tun einem dann, ihr weist darauf hin, wie die großen, wirklich großen Physiker des 20. Jahrhunderts und des 21. Jahrhunderts mit absoluter Selbstverständlichkeit, ob Max Planck, ob Heisenberg, du kannst nehmen, wen du möchtest. Und einer, der nun hier irgendwie mental den Sprung nicht macht, ist jemand wie Stephen Hawking, der so in seiner Welt verhaftet bleibt und diesen Schritt nicht. Also er sagt, Gott brauche ich nicht. Wir sehen unsere verwirrte Zeit, dass ausgerechnet dieser Mensch, der Stephen Hawking, der alles auf eine mathematische Formel in dieser Überheblichkeit des Verstandes pressen will, dass ausgerechnet der am höchsten angesehen wird. Das ist sehr spannend. Ja, also daran und, sehen wir die Verwirrung unserer Zeit. Auch mit seinem Leben nun ein wirklich schweres Karma ganz offensichtlich zu tragen. Er könnte drauf kommen. Ein Punkt, der mir noch wichtig wäre, ist oder der spannend wäre beim Thema, wenn wir die 1500 Jahre Kirchenbann uns ansehen, gibt's da Bewegung in dieser Frage oder wie ist ein Kongress, der sich plötzlich genau mit diesem Thema befasst hat, zu bewerten? Wie würdest du das sehen, Eva? Ja, es gab Bewegung, erstaunliche Bewegung. Das war, wir schreiben das im Buch, ich glaube 2010 oder 2011, als der deutsche Papst Benedikt XVI. Plötzlich ein Seminar ins Leben rief über Origenes von Alexandrien, also genau den Kirchenlehrer, auf dem bis heute der Kirchenbann lastet. Eigentlich geht das gar nicht, dass ein Papst sowas macht. Und er hat dann auch diesen Origenes von Alexandrien in ganz ruhmvollen Worten beschrieben. Als großen Meister. Wir haben das geschrieben im Buch, das kann man nachlesen. Und da nun Origenes direkt mit der Reinkarnationslehre in Verbindung gebracht wird, intern und extern, viele draußen wissen es ja auch, ist es ein umso wagemutigerer Schritt, den er gemacht hat. Und ich habe mich extrem gewundert, als das bekannt wurde, oder bekannt wurde das nicht, sondern ich habe es durch viel Recherche überhaupt erst aufgefunden. Und als er seinen überraschenden Rücktritt bekannt gab, da hatte ich kurz die Idee, dass das eventuell in Zusammenhang stehen könnte. Ich möchte aber hier keine Verschwörungstheorie äußern. Insofern, es gibt auch wahrscheinlich noch andere Gründe, aber dies könnte zumindest einer gewesen sein. Es war auf jeden Fall ein Tabubruch, absolut, dass jemand, auch wenn es der Papst ist,
sich mit einer, ohne ihn vom Bann zu lösen. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber der Kirchenbann existiert ja bis heute unverändert weiter. Sich derart positiv, derart intensiv, derart wertschätzend mit genau dieser Person von vor 1800 Jahren zu befassen. Man kann natürlich in der Tat dann auf komische Gedanken kommen, wenn der dann kurzfristig das Handtuch schmeißen muss, was ja auch eine eigenartige Geschichte ist. Andreas, Zeit für Umdenken heißt das letzte Kapitel in eurer Publikation. Das ist etwas, wo wir jetzt auch stehen oder wo wir stehen sollten. Wie würdest du das? Also ich glaube, es ist wirklich schwer in dieser jetzigen Zeit jetzt wieder einen solchen Stab in den Boden zu rammen und jetzt quasi eine neue Ursache zu präsentieren, für viele zumindest. Es ist ja keine neue, von der man sich wieder entwickeln kann. Und das Erste, was wir brauchen, ist erst einmal unser Selbstbewusstsein. Und das ist eben halt mittlerweile kaum noch vorhanden. Dieses Selbstbewusstsein geht vor allem natürlich dann, indem wir diesen Druck von außen, da möchte ich nochmal drauf eingehen, widerstehen. Das heißt, wir haben ja im Prinzip, unser Körper ist ja ähnlich eines Gefäßes. Und wenn unser Gefäß einem Luftdruck unterliegt, dann braucht das Gefäß von innen einen Gegendruck, damit es nicht zerdrückt wird. Und genauso ist es ähnlich auch bei einem Menschen. Wenn ich das Gefäß beispielsweise erwärme, also ein Gefäß, und die Luftmoleküle, die Atome fangen an, sich zu bewegen, dann entsteht ein Innendruck durch die Wärme, durch die Bewegung. Bewegung bedeutet ja letztendlich auch Druck. Also wenn wir uns vorstellen, wir sind in einer Zelle gefangen und die ist nur 3 Meter mal 3 Meter und ich werde gezwungen, immer schneller zu laufen. Umso schneller komme ich immer wie gegen die Wand, muss wieder drehen, wieder gegen die Wand, muss wieder drehen, wieder gegen die Wand. Der Aufschlag, der Druck auf die Außenwand bei jeder Wende wird immer größer. Das ist so ein bisschen aus der physikalischen Welt. Versuchen wir das mal geistig umzumünzen. Wir haben einen unglaublichen Druck auch auf der geistigen Ebene. Wir werden konfrontiert mit unglaublich vielen Nachrichten. Heute ist ja in einer Tageszeitung mehr drin, als damals vor 200 Jahren einem Menschen in seinem ganzen Leben passierte. Das heißt, der Druck wird größer. Der Druck der Karriere oder des Bestehens im Beruf wird größer. Der ganz normale Straßenverkehr auf dem Weg nach Hause oder die Parkplatzsuche ist schon Druck. Die vielen technischen Geräte, die uns zwingen, das Gerät auch zu bedienen, das wieder Druck ausübt, im Prinzip so ein blödes Handy zu bedienen. Das ist ja alles Druck, 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 Druck. Und das drückt uns natürlich nach innen. Und dafür brauchen wir einen Gegendruck. Und diesen Gegendruck bedeutet ja, dass wir ausgeglichen sind. Das ist ja unser Wunsch. Wir wollen ausgeglichen sein. Wir sprechen es ja sogar an. Die meisten Leute sprechen aber auch, ich fühle eine solche innere Leere. Ja, die innere Leere ist natürlich der fehlende Druck von innen, der nämlich letztendlich auf die Hülle, auf die geistige Hülle eben halt eine Neutralität, eine Ausgeglichenheit schafft. Das bedeutet, wenn ich jetzt also anfange, mich selbst erst einmal in dieser Schöpfung überhaupt als geistiges Wesen und auch als körperliches, der den Körper ja belebt, hier in der Schöpfung erst einmal empfinde und dann letztendlich mein Inneres beginne, in Bewegung zu bringen, dann entsteht natürlich auch ein entsprechender Gegendruck. Wie die Moleküle in dem Glas muss unser Geist anfangen, in Schwingungen zu kommen, zu erwärmen, zu glühen, um dem Außendruck standzuhalten. Dann werden wir die Ausgeglichenheit haben. Das ist nicht zu verwechseln mit Pause machen. Viele sagen, ich lege mich jetzt an den Strand und mache jetzt richtig schön Pause, dann bin ich in Ruhe. Das ist nicht der richtige Weg, das ist nämlich auch im Außen. Das geht nur um den Körper. Wenn der Körper aktiv ist, braucht er Ruhephasen. Das hat aber nichts mit dem inneren Gegendruck zu tun. Genau hier liegt nämlich eins unserer Hauptprobleme, das wir haben. Und wenn wir das letztendlich schaffen, dann kommen wir auch in die Ausgeglichenheit. Herzliches Dankeschön und großen Respekt für eine Publikation, die natürlich Wirbel aufrufen wird und aufrühren wird, aber das ist auch gut so. Und das sind wir gewöhnt. Ja. Eva sagt immer, wer durchs Meer geschwommen ist, der scheut die Pfütze nicht. Wundervolles Schlusswort. Herzliches Dankeschön. Okay, Dankeschön. Liebe Zuschauer, wir blenden die Publikation ein, ein Tabubruch wahrlich und eine Publikation, die man lesen sollte. Nicht dabei stehen bleiben, aber auf jeden Fall sie zur Kenntnis nehmen, denn es wird so sein, und so ist es mir gegangen, wenn ihr durch das Buch durchgestiegen seid,
dann werden nicht nur verschiedene Dinge wieder deutlicher, sondern es wird auch einfach leichter und es wird auch einfach fröhlicher. Und das ist etwas, was die gute Botschaft und die gute Nachricht auch dieser Publikation über ein an sich, aber das ist eben kulturell bedingt und politisch bedingt, schweres Thema ist. Außerdem blenden wir die Internetseiten der Wissensmanufaktur www.wissensmanufaktur.net und die von eva-hermann.net ein mit, ich brauche da keine PR mehr für zu machen, entsprechenden vielen, vielen Publikationen, Filmen, Artikeln und Informationen zum aktuellen Zeitgeschehen. Zwei Seiten, auf die zu gehen, es sich immer wieder lohnt. Und in diesem Sinne wie immer ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen, diesmal, wie gesagt, aus dem indianischen Kulturzentrum Friends United auf der Halbinsel Cape Breton Island. Tschüss.